Hallo ihr Lieben, hier ist die Marita von der Bücherkiste. Ja, wir haben schon Februar und ich habe mich letzten Monat nicht so häufig gemeldet, aber das lag daran, dass ich in der Schule war und viele Klausuren geschrieben habe. Und die Klausuren haben sich zum Ende sehr gehäuft, sodass ich viel lernen musste. Und deshalb einfach nicht die Zeit hatte, um Videos zu drehen. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen, obwohl jetzt schon Februar ist. Es ist natürlich ziemlich spät, aber hoffe trotzdem, dass alle gut reingekommen sind. Ich werde euch jetzt meinen Lesemonat Januar vorstellen. Und zwar habe ich im Januar 9 Bücher gelesen. Das sind 4063 Seiten und das macht im Durchschnitt 131 Seiten pro Tag. Ich finde, das ist ganz gut. Im Dezember war es ein bisschen mehr, aber wie gesagt, im Januar musste ich viel lernen und habe es deswegen nicht immer geschafft zu lesen. So, dann fange ich mal mit dem ersten Buch an. Und zwar ist das von Jennifer L. Armstrong, Dreh dich nicht um, von dem Heine Verlag. Die meisten werden dieses Buch kennen. Ich habe diesem Buch 5 Sterne gegeben. Es hat 384 Seiten. Ich fand es von der ersten bis zur letzten Seite wirklich gut gelungen. Mir hat das Buch sehr viel Freude gemacht. Und das war, glaube ich, in 2 Tagen ausgelesen. Also es ging ratzifatzi. Das habe ich auch geschenkt bekommen. Und das gehört auch zu der Shookie Book Challenge, wo ich mitmache. Da werde ich auch noch ein Video hochladen die nächsten Tage. Und da werde ich euch dann die Bücher vorstellen, die ich dann da lesen wollte. Hierzu werde ich keine Rezension schreiben, weil die meisten haben das schon gelesen. Darum werde ich dazu nichts weiter sagen. Dann kommen wir zu meinem zweiten Buch. Und zwar Janet Clark, Finstermoos, aller Frevel Anfang vom Löwe Verlag. Das sieht so aus. Das wird ein Vierteiler, wo im März, glaube ich, im März kommt der zweite Teil raus. Das hat von mir, ich gucke mal eben nach, 5 Sterne auch bekommen. 220 Seiten war das. Und zwar gibt es ja da um den Ferienort Finstermoos. Und dort wird eine Babyleiche gefunden, wo der bekannte Berliner Unternehmer halt ein Haus hinbauen wollte. So ein Ferienhaus, da wird halt eine Leiche gefunden. Und die Kinder aus diesem Ort oder die Jugendlichen aus diesem Ort versuchen halt eben rauszubekommen, was damals alles so passiert ist. War auch sehr spannend, obwohl es nur 220 Seiten hat, von der ersten Seite an spannend. Es wird auch immer, es spielt in 2 Zeiten, was jetzt gerade passiert und was vorher passiert ist. Also ich fand es wirklich super gut, es ist ein schönes Buch zum Lesen. Wenn der vierte Teil ist, werde ich eine Serienrezension machen und nicht für jedes einzelne Buch. So, das nächste Buch ist von Rainer M. Schröder, Abilene, Verband ans andere Ende der Welt von CBJ Verlag. Das sieht so aus. Das ist auch eine Reihe. Gibt 5 Bücher, glaube ich. Das handelt London 1804 und Abilene ist 14 Jahre und wird halt eben wegen Diebstahls in das berüchtigte Gefängnis Newgate eingekerkert und gehört zu diesen Frauen oder zu diesen Mädchen, die halt eben auf den ersten Schiffen Richtung Australien sind, in dieser Sträflingskolonie. Hat mir auch sehr gut gefallen. Das Buch hat 4 Sterne von mir gekriegt und hat 316 Seiten. Ich habe mir auch die anderen Bände gekauft, aber bis jetzt nur das erste Buch gelesen. Aber war wirklich auch ein sehr schönes Buch. Ja, das nächste Buch ist von Yo-Yo Moyes. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Irgendwie tun alles anders aussprechen. Die Tage in Paris. Das ist das. Das hat von mir 3 Sterne gekriegt und hat 106 Seiten. Das ist der Vorgänger oder die Vorgeschichte von Ein Bild von dir. Das Buch Ein Bild von dir habe ich mir auch gekauft, aber noch nicht gelesen. Ich muss sagen,
Das sind 106 Seiten. Das kleine Buch hat 8 € gekostet. Und ich muss sagen, dass es mir nicht wirklich viel gebracht hat. Oder es waren zwei schöne Geschichten da drin, keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass man das unbedingt lesen muss, wenn man ein Bild von dir liest. Weil die beiden Geschichten gehen eigentlich auch zu Ende. Es passiert nicht wirklich viel. Und wie gesagt, ich muss ein Bild von dir noch lesen und ich werde mal gucken, ob es wirklich vorher gelesen werden muss oder nicht. Naja, ich habe es jetzt gelesen. Aber ich finde, für die paar Seiten, das ist schon ein echt teures Buch. So, und dann kommen wir zu dem Buch von Reuth und Rosenfeld, hoffe ich, dass der so heißt. Der Mann, der kein Mörder war. Ein Fall für Sebastian Bergmann. Das sieht so aus. Und zwar geht es da um, das ist ein Krimi, ein Schweden-Krimi. Schweden- und Norwegen-Krimis bin ich eigentlich immer nicht so für, weil die Namen, die da drin stehen, die sind manchmal echt schwer auszusprechen, genau wie die Straßennamen. Aber ich habe gedacht, ich probiere es mal mit dem ersten Band. Der hatte auch 588 Seiten und hat 3 Sterne von mir bekommen. Und da geht es halt eben um den Sebastian Bergmann, der ein Krimi-Psychologe ist und auch ein berüchtigter Kotzbrocken, wie es gesagt wird, der halt eben also der hat früher mit Kommissar Höglund halt zusammengearbeitet und hat sich dann beurlauben lassen, weil was Schreckliches in seinem Leben passiert ist, womit er nicht klargekommen ist. Und in diesem Buch passiert halt ein Mord und dann wird er halt eben von diesem Kommissar wieder dazu beordert, mir zu helfen. Ich muss sagen, obwohl er eigentlich ein Kotzbrocken sein sollte, dieser Sebastian Bergmann hat mir der Protagonist von Anfang an sehr gut gefallen, seine Sprüche und wie er das Leben so nimmt und alles ist easy. Und es hat wirklich viel Freude gemacht, den zu lesen. Natürlich war der Krimi auch sehr gut, bis zum Ende die Spannung hochgehalten. Und ja, man wollte natürlich wissen, wie es weitergeht. Und natürlich habe ich mir den zweiten Teil auch geholt. Und das ist die Frauen, die er kannte. Da geht es halt eben weiter um den Sebastian Bergmann. Also eigentlich wird sein ganzes Leben immer wieder aufgerollt, wie es früher war und wie es jetzt ist. Und die halt eben in diesem Team sind. Das ist so ein Sonderteam, was benachrichtigt wird, wenn die Polizei nicht mehr weiterkommt. Dann sind die halt eben dafür da, die Morde aufzuklären. Und der Sebastian Bergmann hat schon früher mit allen Vieren, die halt eben dazugehören, gearbeitet. Und dann wird halt das Leben von den anderen auch aufgerollt. Und im zweiten Teil, ich möchte euch da auch nicht vorgreifen, weil ich da auf jeden Fall noch eine Rezension zu schreiben werde. Darum möchte ich euch auch nicht spoilern, wenn ihr denn die Bücher lesen wollt. Jedenfalls bekommt er was ganz Wichtiges raus, was für sein Leben auch eine Wendung nehmen könnte. Er ist aber nicht jemanden erzählen kann oder nicht erzählen möchte. Und ja, war auch wieder sehr gut. Das Buch hat von mir 4 Sterne gekriegt und hatte 726 Seiten. Ich kann euch die Reihe nur empfehlen. Und wie es natürlich will, hat er natürlich auch noch einen dritten Teil. Und das heißt eben die Toten, die niemand vermisste. Da geht es halt, das geht halt immer, geht halt eben auch wieder weiter. Hier werden halt eben auch Morde verübt und da wird auch wieder der
Profiler Sebastian Bergmann hinzugezogen, obwohl die anderen nicht wollen, dass er wieder mit dabei ist, weil so viel in den anderen beiden Bänden passiert ist. Und man muss auch sagen, Sebastian Bergmann ist ein Mann, der zu Frauen nicht abgeneigt ist. Also ja, er nimmt alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, kann man so schön sagen. Und das stößt bei den anderen immer so ein bisschen auf. Dieser Band, das ist der dritte Band. Wie ihr seht, habe ich die alle bis jetzt als Taschenbuch. Und der vierte Band ist auch schon rausgekommen, allerdings als Hardcover-Buch. Und eigentlich wollte ich auf das Taschenbuch warten, auf das vierte Taschenbuch. Aber der dritte Teil hat einen Cliffhanger. Einen ganz, ganz großen. Und ich habe mir gedacht, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das kann ich, muss einfach lesen. Ich muss wissen, was passiert ist, ob derjenige noch weiter mitspielt oder doch nicht weiter mitspielt oder als Protagonist weiterhin da ist. Und dann habe ich mir natürlich den vierten Band auch noch geholt. Also, da habe ich euch noch nicht gesagt. Der hat von mir 3,5 Sterne gekriegt und hat 620 Seiten. Und der vierte Teil ist das Mädchen, das Verstummte. Das sieht so aus. Und hat von mir wieder 4 Sterne gekriegt und hat 586 Seiten. Und zum Glück habe ich mir es geholt. Kann ich nur sagen, ich konnte weiterlesen. Und dieser vierte Teil ist auch wirklich, wirklich gut gewesen. Allerdings weiß ich, dass auf jeden Fall noch ein fünfter Teil kommt. Und das ärgert mich natürlich immer sehr, weil ich kann natürlich jetzt nicht weiterlesen. Und ich weiß, dass es dieses Jahr auf keinen Fall den fünften Teil gibt. Das heißt, ich werde noch bis nächstes Jahr warten müssen. Und das ist eigentlich ganz schlimm. Weil auch hier ist ein Cliffhanger drin. Allerdings nicht so einen wie im dritten Teil. Aber doch schon so, dass man gerne wissen möchte, was jetzt passiert. Sagt er die Wahrheit? Sagt er nicht die Wahrheit? Also dieser Sebastian Bergmann. Wie sieht sein Leben weiterhin aus? Und was passiert mit den anderen 4 Mitgliedern, die halt in dieser Sondereinheit sind? Bleiben die so zusammen oder werden sie auseinandergehen? Ich werde zu diesen 4 Büchern Rezension machen erst einmal. Weil wie gesagt, das fünfte Buch kommt erst nächstes Jahr wahrscheinlich raus. Und dann werdet ihr mehr von diesen Büchern erfahren. Jetzt habe ich zum Schluss mein Monatshighlight vom Januar. Und zwar ist das von K. Hancock, Tanz auf Glas. Das sieht so aus. Das ist ein Knauf Verlag und hat 517 Seiten und hat von mir 5 Sterne gekriegt. Das war so ein gutes Buch. Wirklich, ich kann das nur jedem empfehlen. Und zwar geht es da um zwei Protagonisten, um Lucy Houston und Mickey Chandler. Und man verliebt sich auf den ersten Blick in die beiden. Die sind so gut ausgeschrieben und so gut. Also, wenn man das liest, dann kann man in diese Geschichte sich richtig reinversetzen. Und zwar hätten die sich beide nicht kennenlernen dürfen. Mickey Chandler ist krank, er hat eine Manie, also psychologische Manie oder physische, ja, halt die Krankheit. Und sie halt hat das erste Mal den Krebs besiegt. Und die lernen sich halt eben kennen und verlieben sich ineinander. Und nach 11 Jahren passiert das, was überhaupt nicht hätte passieren dürfen. Und in dem Buch wird gut beschrieben, wie die beiden mit ihrer Krankheit umgehen. Sie halt eben mit ihrem Krebs und er mit der Manie. Und was so passieren kann in einer Ehe, wenn beide halt eben krank sind und der eine den anderen auffangen muss. Die letzten 100 Seiten, ja, da musste ich die Tempotaschentücher bereithalten. Ich habe wohl häufig einen Schlosshund, muss ich sagen. Trotzdem war es mein Monatshighlight. Und auf jeden Fall kommt davon eine Rezension die nächsten Tage hochgeladen.
ich kann es nur jedem empfehlen. Wie gesagt, jo. Das war das letzte Buch von meinen Januar gelesenen Büchern. War jetzt nicht viele Bücher, weil ich halt eben von den allen vier Büchern hintereinander gelesen habe. Normalerweise bin ich auch nicht so der Mensch, der vier Bücher hintereinander liest von dem gleichen Autor. Ich brauche doch eigentlich auch mal ein bisschen Platz zwischendurch, aber die waren wirklich so gut geschrieben, dass ich die vier einfach hintereinander lesen musste, obwohl vom Cover her, also wenn ich euch das jetzt nochmal zeige, hier die Cover, die sehen ja immer gleich, das ist immer der gleiche drauf, also diese Sebastian Bergmann, und dann sind die halt in verschiedenen Farben. Die Cover sind jetzt nicht wirklich der Burner, also man hätte man sich da ein bisschen mehr, da hätte man ein bisschen mehr machen können. Darum habe ich auch am Anfang, bin ich auch auf diese Bücher gar nicht zugegangen, weil ich habe gedacht, naja, das Cover spricht mich nicht wirklich an. Und dann ist es noch ein Schweden-Krimi. Und lass mal lieber die Finger davon weg. Allerdings habe ich es mir dann doch gekauft, weil ich einfach was anderes lesen wollte. Ich wollte ein dickeres Buch haben oder ein dickeres Buch lesen. Und das war auch gerade, ja, ich glaube, vor Weihnachten war ich bei Thalia. Und dann habe ich gedacht, ach, nimm es einfach mit. Wenn es nicht so gut ist, dann kann man es ja immer noch umtauschen oder weiter verschenken. Und ja, wie gesagt, bin ich an den vier hängen geblieben und habe es in einem durchgelesen. So, ja, das waren meine Lese-Highlights von Januar. Ich gucke gleich mal, dass ich das andere Video noch hochlade für die Neuzugänge im Januar. Das sind ganz viele gewesen. Ich denke, dass es zwei Videos werden, weil sonst wird es einfach zu lang. Und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, sagt eure Marita von der Bücherkiste.